Also prinzipiell würde ich gerne im Osten bleiben, war aber auch schon selber im Ausland gewesen, habe dort gearbeitet. Deswegen würde ich gerne so einen gewissen Spagat hinkriegen. Also im Osten arbeiten, aber auch ab und zu mal ins Ausland gehen. Das Thema Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Das merken wir glücklicherweise momentan nicht. Darum wollen wir aber auch präventiv dagegen vorgehen, um dann halt neue, junge Rekruten, nenne ich es einfach mal, für uns zu gewinnen, für die einzelnen Positionen. Wir haben eine Riesenbandbreite an Positionen, die wir anbieten können, vom normalen Mitarbeiter bis hin zum Geschäftsführer auf Dauer. Und von daher ist es für mich persönlich auch ganz, ganz wichtig, dass die Region hier weiterhin wirtschaftlich gestärkt bleibt und aufgrund dessen so eine Messen auf jeden Fall in Zukunft weiterhin stattfinden müssen. Jahr, muss ich sagen, haben wir schon etliche Gespräche geführt mit Absolventen unterschiedlichster Studienrichtungen. Das heißt, es ist auch keine sehr einseitige Messe, sondern man trifft wirklich eben auch Absolventen unterschiedlichster Fachbereiche. Ich habe viele Firmen kennengelernt, die sich hier im Osten angesiedelt haben, die ich vorher nicht kannte. Und ich bin sehr überrascht darüber einerseits und ich würde jederzeit wiederkommen, wenn sich die Gelegenheit bietet.